Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir mal Pringles Sour Cream and Onion probieren. Ich habe dies hier von Kaufland. Ja. Hier haben wir die Zutatenliste. Ich hoffe, ihr könnt sie lesen. Ist ziemlich, ich sag mal, bescheiden gemacht. Und hier ist die Nährwerttabelle. Müsst ihr euch dann mal anhalten, das Video. Ja, 100 Gramm haben 511 Kilokalorien. Das ist schon, ich sage mal, ganz schön gewaltig. Das ist schon nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Was haben wir hier? Na, was soll das hier bedeuten, wenn man zwei Dosen plus im Internet, kann man sich hier so ein Mikrofon basteln oder was? Na, verstehe ich nicht ganz. Muss ich wahrscheinlich auch gar nicht verstehen. Gut, machen wir das Ganze mal auf. So sieht's aus. Doch recht gefüllt. So sehen die einzelnen Chips aus. Ja, ist schon nicht schlecht. Der Geschmack ist schon ganz gut. Man schmeckt so eine leichte Säure. Man schmeckt hundertprozentig die Zwiebeln, auch so ein bisschen Salz. Es ist geschmacklich, ist es recht akzeptabel. Schmeckt mir sehr gut und ja, es ist, wie gesagt, nicht so aufdringlich von mir, kriegt das Ganze 5 Sterne, die Pringles. Weil es ist geschmacklich genau in dem Rahmen, wie es eigentlich sein sollte. Schmeckt weder künstlich noch zu intensiv, dass man sagen kann, boom, ziemlich heftig der Geschmack. Es ist genau, ja, auf den Punkt getroffen. Also ich sag mal, das ist eine... Ja, eine schöne Chips-Sorte, die sehr gut schmeckt. Gut, das war jetzt dieses Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn nicht,
Könnt ihr mir auch gerne einen Daumen nach unten lassen. Ist mir auch egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.